Ja, auf jeden Fall. Okay. Liebe Leute, was geht ab? Jetzt leite ich mal hier den motherfucking Kanal. Okay, so, jetzt haben wir hier schon mal die erste Umfrage tätig, liebe Leute. Das ist nämlich, warte. Wir machen nämlich heute ein Instagram bestimmt unserem Tagvideo. Genau. Er lässt jetzt ein Piercing stechen, natürlich spontan, ist ein Kurums Target. Ist die erste Umfrage. Entweder Piercing stechen oder einkleiden. Jetzt warten wir jetzt erstmal noch die 5 Minuten ab und dann entscheiden wir, was wir machen. Seid gespannt. So, Digis, 69% haben bei Tim dafür gewotet, dass ich zum Piercing-Laden gehe. Der ist da hinten. Das Klassik-Tattoo. Wow! Da werde ich jetzt hingehen und mal fragen, ob sie spontan Zeit haben. 69%, vielen Dank dafür. Frag mal jetzt. Schauen wir mal, ob sie Zeit haben. Hallo. Aber ich wollte sie eh jetzt fragen wegen einem Termin. Bei uns brauchst du keine Termine. Also, du bleibst einfach hier für ein Piercing. Oder meinst du jetzt wegen Tattoo? Wegen einem Piercing. Also, sie machen das. Machen sie es mit Betäubung? Ich film schon mal. Also, haben Sie, also man kann ein Piercing ohne Termin machen? Ja. Oh, machen Sie es ohne Betäubung? Ohne Betäubung, ja. Ist Ihre Piercerin gut? Silvester. Silvester, okay, gut. Wie lange ist die Wartezeit ungefähr? Kannst direkt hier bleiben, musst jetzt einmal was ausfüllen, dann würde ich kein Piercing. Okay, dann können Sie mir das dann mal geben. Wie viel kostet das hier so ein Piercing? Ab 33 Euro, wenn du direkt was mit dem Glitzersteinchen haben möchtest, dann kostet das nicht mehr. Ich hatte schon mal eins, ist das schlimm? Dann müssen wir dich nicht nochmal neu piercen, sondern wahrscheinlich nur nochmal den Stichkanal dehnen. Das heißt, wir müssen das Loch nur aufdehnen und nicht komplett neu stechen. Okay, danke. Ja, die Gies, die haben Zeit. Man braucht gar keinen Termin, das heißt, ich mache mir gleich ein Piercing. Hier, ohne Betäubung. Alle meine Piercings, die ich habe, habe ich mit Betäubung gemacht, weil mein Piercer das irgendwie durfte, weil er irgendwie im OP mal gearbeitet hat. Die machen das ohne Betäubung. Ich habe Angst. Ja. Ja. So, Digis. Tim und ich gehen jetzt erstmal kurz an die frische Luft, weil ich schon sehr, sehr nervös bin, weil die einen Termin haben, ohne Betäubung. Ich muss erstmal kurz atmen. Einfach nach Salat oder Pizza fragen sollen. Ist so, oder? Vorbereitung ist das Schlimmste. Ja. Ich fühle mich mit dir, ne? Gott, ich bin harter Gangster, weißt du? Ich fühle mich wie so ein riesiger Shop, alles. Ich habe jetzt mein Piercing für das Video gestochen. Das tat sehr, sehr weh. So, Digis, nächste Umfrage. Ihr habt 10 Minuten Zeit. Entweder ich hole jetzt einen Kaffee für mich bei McDonald's oder ich kleide Tim bei Primark ein und muss innerhalb von 10, 15 Minuten ein Outfit raussuchen. Entscheidet ganz, ganz schnell. Was guckst du die ganze Zeit so? Auf jeden, bis gleich. So, ihr habt entschieden, wir gehen jetzt zu Primark und kleiden Tim ein. Die nächste Umfrage ist jetzt bei ihm. Cool, ganz süß. Die nächste Umfrage ist jetzt bei ihm. Soll ich Tim Boxershorts und Socken kaufen oder T-Shirts? Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. So, Digis, ihr habt euch für Unterwäsche entschieden. Das wird natürlich geil. Ja, das wird natürlich geil. Oh ja. Und jetzt die nächste Umfrage. Sollen wir gleich beim Zuschauertreffen Fotos mit den Zuschauern machen oder nicht? Sagt uns Bescheid. So, Digis, ich bin jetzt bei Primark mit Tim. Er ist gerade mit Zuschauern am Fotos machen und ihr habt euch entschieden für Unterwäsche kaufen. Dann schauen wir mal, was wir denn Hübsches finden, ob wir was Hübsches finden, ob es ihm steht. Und wir haben euch jetzt in der nächsten Umfrage gefragt, sollen wir gleich beim Zuschauertreffen, wir machen nämlich gleich eins, Fotos mit den Zuschauern machen oder nicht. Mal sehen, wie er abstimmt. Wir sind gespannt. So, liebe Leute, wir waren jetzt gerade bei Primark und ihr habt einfach abgestimmt, dass ich in Unterwäsche da stehen soll. Okay, cool, mache ich natürlich auch. Ihr wollt mich alle nackt sehen, den kleinen Schlawiner. So, Digis, ihr habt dafür abgestimmt, dass ich Tim Unterwäsche kaufe statt zwei T-Shirts. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wir waren bei Primark drin, haben die ganze Zeit gefilmt und dann durften wir wieder alles löschen. Das hat uns natürlich super geärgert. Aber ich habe Unterwäsche für Tim gekauft. Das seht ihr dann später, weil konnten wir dann da auch nicht anziehen und so. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Hier seht ihr das einmal. Einmal ganz sexy Boxershorts in den Farben der Deutschlandfahne. Das ist doch super erotisch. Dann Berliner Boxershorts, da steht Berlin drauf. Und dann? Sie meinte erst, es wäre ein Tiger, aber es ist der Berliner Bär. Also ja, ich bin dumm wie Scheiße, was soll ich machen? Guck mal, ich zeig ihm so, ich sag so, ey ja, wir nehmen die sexy Tigerunterwäsche. Er guckt mich an, er sagt, das ist der Berliner Bär. Ich guck so, ich so, okay, Scheiße. Wir werden mal nachher sehen, wie es aussieht. Ich hoffe, es
Es passt, aber es sollte seine Größe sein. Und jetzt machen wir weiter mit den Umfragen. Und zwar, entweder wir beenden das YouTube-Video jetzt hier, oder die Östin kommt zu mir noch mit nach Hause und wir machen dort weiter. Da wird auch die L mit am Start sein und so weiter. Deswegen, Leute, sollen wir weitermachen oder beenden? Weitermachen oder beenden? Ja, das ist echt. Ja, das ist ja süß. Alle ganz, ganz schüchtern. Guck mal, alle sind ganz schüchtern, voll auch süß. Die Mädchen strahlen ganz, ganz. Oh, ganz, ganz süß. Diggis, unser Zuschauertreffen ist jetzt zu Ende. Natürlich habe ich dazu ein Video gedreht, das wird der Vlog sein vom heutigen Tag. Es hat uns sehr gefreut, wir haben ganz viel geknuddelt, wir haben ganz viele Fotos gemacht und es war ganz, ganz schön. Ja. Das war schön. So, Diggis, wir haben euch in der Umfrage gefragt, soll ich jetzt noch mit zu Tim nachher und wir drehen das Video weiter oder wollt ihr, dass wir das Video beenden? Ihr habt euch dafür entschieden, dass wir das Video weiter drehen. Und unsere nächste Frage war, wollt ihr, dass Tim mitten in Berlin 3-4 Purzelbäume macht oder wollt ihr, dass wir zu McDonald's gehen und ihr habt euch für Purzelbäume entschieden? Also würde ich einfach mal sagen, los geht's. Was geht, Diggis? Ey, sorry, man, wir haben das voll vergessen und verplant mit dem Purzelbaum, aber wir sind jetzt mitten in Berlin und ihr habt euch dafür entschieden. Wir haben euch gefragt, ob Tim einen Purzelbaum machen soll oder ob wir zu Meckes fahren und jetzt macht er mitten in Berlin 3 Purzelbäume. Wir haben gesagt 3 oder 4, 3, wenn ich das so wäre. So, nee, mach mal einen. Aber Tim, mach mal 3 so. Ja, check das ab. Ihr habt das entschieden. Willst du deine Mütze abmachen? Da habe ich Kopfschutz. So, Mr. Tim Raj. Purzelbaum so rum, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß nicht. Gangster-Rapper machen sowas nicht. Ja? Machen ja, Leute. Ja, du musst hier. Warte, ich hab Schiss, dass es wehtut. Er wollte erst, dass ich das mache, so weißt du? Ja. Alter! Hey, das geht doch nicht so, das geht auch anders. Das geht so, Alter. Und ich hatte viel Spaß. Ja. Eins. Wie macht der den Foto, aber ich dreh ab. Der dumme Typ auf der Straße, denken die 2. Du hast Geld verloren. Und 3. Ja, okay. So fühlen sich Gangster an, so sehen Gangster so aus. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Genau. Ey, Özlem. 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 Sind im Fernsehen. Wow. So, Diggis, wir sind jetzt bei Tim und wir haben ja bei Primark Boxershorts rausgesucht, weil ihr wolltet, dass wir Boxershorts für Tim kaufen, anstatt ein T-Shirt. Und zwar habe ich die hier genommen und dann so mit so einem sexy Deutschland-Muster so, ja, na, wenn Tim mal irgendwie so mit einer Lady so, woher kommst du? Und dann zeigt er einfach so auf die Boxershorts, so aus Berlin, so, weißt du? Und jetzt zeige ich euch mal Tim in der letzten Boxershorts, die wir ausgesucht haben. Ja, ein freudiger, glücklicher Anblick. Okay, jetzt, liebe Leute, jetzt wollt ihr doch alle das sehen, wofür ihr ja eigentlich alle eingeschaltet habt. Und zwar meine Schlange. Ich pack sie jetzt mal aus, liebe Leute. Ja, was habt ihr denn jetzt gedacht? Also, Entschuldigung. Doch, sag mal hallo. Sag mal hallo. Wie ist das? Was geht da? Was geht da? Yo. Das ist Klaus. Voll das Model, ne? Die ist so kamerageil auch, ne? Ja, krass, ja, siehst du. Sauber. Will jemand mal streicheln? Die Sonnenbrille schützt meine Identität. Sie fragen mich, woher sie ist, vom Fendi, ey. Die Hände voller Geld, kann ich das Handy. Mein Leben so gefickt, ich kann kein Ende sehen. Die Sonnenbrille schützt meine Identität. Sie fragen mich, woher sie ist, vom Fendi, ey. So, Diggis, wir sind jetzt durch mit dem Instagram, bestimmt unserem Tagvideo. Wir sind ein bisschen auf Gangster unterwegs, so. Die Sonnenbrille schützt meine Identität. Sie fragen mich so, wie... Ich kenne den Text auch nicht so, ich weiß nicht, alles so cooler Song. Okay. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Tag. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Das war das erste Mal, so Instagram bestimmt unseren Tag. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr wisst jetzt so, ich habe ein schmerzendes Piercing. Das war ganz, ganz hart. Tim hat super sexy Boxershorts und
Wir hoffen einfach, dass es euch gefallen hat. Schreibt es in den Kommentaren, wenn es euch gefallen hat, das wollte ich schon immer mal machen. Und wenn ihr noch einen zweiten Teil haben möchtet, dann schreibt Hashtag Teil 2, please. In die Kommentare und... Ja, und in diesem Sinne bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Wir sagen Tschüsschen mit Küsschen. Ah, erkennst du, weißt du, guck mal, treue Brüder kennen das. Seid mal auch ein treuer Bruder. Und ja, auf Wiedersehen.